Freitag, der 1. April 2022. Ein Hilfstransport ist unterwegs aus Wismar in Richtung ukrainische Grenze. Mit dabei ein Kamerateam von MV1. Ja, also wir sind jetzt Tag 1 auf der Hilfsaktion. Wismar hilft der Ukraine. Wir sind unterwegs, wir sind jetzt Richtung Berlin. Wir werden die nördliche Route nehmen über Warschau, so wie es aussieht. In Warschau werden wir übernachten und am nächsten Tag unsere Kontaktleute in Przemysl treffen. Und ja, wir hoffen, dass alles ohne große Komplikationen läuft. Ziel, die polnische Grenzstadt Przemysl. Dort werden die drei Transporter voll beladen mit Lebensmitteln und Medikamenten entladen und die Sachen dann in die Ukraine nach Kiew und nach Charkiw gebracht, wo sie dringend benötigt werden. Auf dem Rückweg bleiben die Fahrzeuge natürlich nicht leer. Es sollen Flüchtlinge mit nach Wismar gebracht werden. Next. 1250 Kilometer weiter und völlig erschöpft. Die Übergabe der dringend benötigten Hilfsgüter erfolgt reibungslos, wenngleich nicht ohne Emotionen. Können wir ein Foto machen? Yes. Oder? Yes. Yes, of course. Hilfe ist dringend nötig. Doch die ersten Probleme tauchen auf. Der Zug mit den Flüchtlingen trifft nicht ein. Das Team zunächst ratlos. Der Zug kommt jetzt erst in einer Stunde, höchstwahrscheinlich, haben die gesagt. Also fahren wir jetzt erstmal zum Center, die Autos leer machen und dann sehen wir weiter. Let's go. Nach einigen Anrufen geht es weiter in das Auffanglager. Zigtausende Menschen sind hierher geflüchtet. Vor den Bomben eines Angriffskrieges, den keiner versteht. Jetzt muss alles sehr schnell gehen. Das Helferteam muss sich registrieren lassen. Ohne die Kennnummer läuft hier nichts. Um nachvollziehbar zu machen, wohin diese Menschen sich verteilen und um Menschenhandel vorzubeugen. And where would you like to take these people? To Wismar. Wismar. To Wismar. Wismar. W-I-S-M-A-R. Doch es läuft nicht wie erwartet. Die zugeteilten Flüchtlinge kommen aus der Ukraine nicht raus. Die Helfer disponieren um. In ganz Polen sind Flüchtlinge unterwegs. Mit Hilfe von Mittelsmännern werden sie lokalisiert und ausfindig gemacht. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Im polnischen Lublin am Bahnhof trifft das Team auf eine Mutter mit Kind, völlig erschöpft. Das Kind ist sehr müde. Ja, ich weiß auch nicht, wo sie herkommen, aber das ist wahrscheinlich eine lange Fahrt. Die beiden haben Glück. Und in Warschau ist es wieder eine Frau mit Sohn. Beide können mit dem Hilfskonvoi mitfahren und nach Mecklenburg gebracht werden. Ella und ihr Sohn Mark, völlig mittellos und völlig erschöpft. Doch in Sicherheit und auf dem Weg nach Wismar. In ein neues Leben.